Alter, Schädel. Naja, gut. Wow. Wow. Auto bewegen. Wow. Also irgendwie bin ich jetzt gerade mal erschüttert. Jetzt habe ich mir Mühe da gegeben mit dem, mit meinem. Und mein Dings ist auch zurückgesetzt, meine Erfahrung und alles. Was ist denn jetzt kaputt? Noch ein Auftrag? Oh. Na gut. Ja. Wow. Jetzt bin ich irgendwie schockiert. So, hier soll der Zustand der Bremsen überprüft werden. Oh. Rot? Rot. Ja. Okay. ABS-Modul. Zerlegen. Also war das andere quasi nur eine Art Tutorial, was wir gemacht haben, oder was? Aber es scheint dann ja so. So, das ABS-Tool. So, da irgendwas war auch noch mit den Bremsen. Diagnose ist da. Bremssattel. Okay. Na gut, also ist das jetzt quasi. Na? Was ist denn jetzt kaputt? Ja. Jetzt geht das. Oh, das ist doch hier. So, noch einmal. Na gut, war schon. Ja gut, okay. Alles klar. Das hätte man auch mal vorher sagen müssen. Auch immer auf dem Lauf. Das hätte man aber auch mal einen sagen müssen. Die Bremse. Kommt, Bremsklötze kommen weg und die Bremsscheibe. So. Allgemein. So, ABS Pumpe und ABS Modul. Belüftete Bremsscheife und Bremssattel. Die Klötze sahen ja noch in Ordnung aus. So. Gut. Montage. Belüftete Bremsscheibe. Dann nehmen wir natürlich die neue. Bremsklötze, die da war noch 45%. Komm, die tauschen wir auch aus. Die tauschen wir auch aus, die Bremsklötze. Bremsklötze. Die 40 Dollar da oder 40 Gold, Geld, wie auch immer, soll er sich dann nun mal nicht so, ne, anstellen. So, Bremssattel. Komm, ran. Zylinder der Bremsstange. Okay. So, das wieder ran. So, das haben wir dann schon mal. Klicken, um heranzuzoomen. Ja, okay. Klappt nicht. So, das ABS-Modul. ABS-Pumpe ran und ABS-Modul ran. Okay, das war schon mal schön. So, das sollte jetzt eigentlich alles sein. Zustand des Fahrzeugs. Auftrag beenden. Okay.
Sehr schön. Okay, wir haben einen Auftrag beendet. Er hat gesagt, dass er sich nur um das Tank gekümmert hat. Prüfen Sie bitte den Ölstand und die Reifen. Okay, das machen wir natürlich. Dann heißt erstmal auf die Bühne. Auto bewegen auf die Hebebühne. Okay. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber hinter mir hat gerade richtig gescheppert. Ich glaube, da ist gerade ein Blitz bei mir vor der Tür angeschlagen oder so. So, Diagnose. Prüfungsmodus. Ey, Prüfungsmodus. Reifen. Was ist mit den Reifen? Zustand. Bauteil zerlegen. Okay, das heißt, wir brauchen neue Reifen. Wir brauchen neue Reifen. Zwei Aufträge. Das können wir verkaufen. Nein. So. Prüfungsmodus. Da die Reifen müssen wir neu haben. Okay. Standardreifen B. Und hier noch abmachen, na nicht aufhängen. Standardreifen B. Okay. So, Standardreifen B sind abgeschraubt. So, das heißt, wir brauchen vier neue Reifen. Reifen. Suchen. Aufhängung. Alles. Reifen, hä? Dann kriegt man das, muss man das bestimmt. Da, Reifen. So, Standardreifen Typ B. Brauchen wir. Oh. Müssen wir nochmal gucken. Nein, Felge lotzt nicht. Wie kommen wir da jetzt an die Reifen ran? Moment, da können wir das bestimmt da hinten machen. Reifenmontagegerät. Teile zerlegen. Ja. Ja. Cool. Geil. Cool. Das ist cool. Nehmen, okay. Was haben wir denn? 205, 55, 16. 55R. So. 155. So, davon brauchen wir dann vier Stück. Boah, $1560. Boah. Okay, gut. Das heißt, wir müssen die alten jetzt erstmal demontieren. Dass wir dann demontieren. Ja. Das kann jetzt eine Weile dauern. Nehmen. Demontieren. Ja. Danach müsst ihr die wahrscheinlich noch ausbuchten dann. Nehmen. So. Nehmen. Montieren. Zack.
Ach, da macht er dann jetzt Geräusche. Wow. So, montieren. Ja. Und ja. Jetzt dann nochmal alle ausgewuchtet werden. Ja. Ja. Alter, das dauert ja lange. Bist du gleich mal fertig hier? Ja. Oh. What about Zeit? Auswuchten. In der Zeit kann ich schon mal anfangen, den einen anzubringen. Gut, dann ist da schon wieder einer dran. Einer ist fertig, dann kann ich den nehmen. Sehr schön. So. Ja, komm, anbringen hier. Danke. Okay, Motorhaube können wir schon mal aufmachen hier. Dann müssen wir gleich nach Öl gucken. Was? Noch nicht fertig? Brrr, danke, geht doch. So, nehmen. Auswuchten. Ja. Nein. So, jetzt. Standardreifen. So, Schräubchen angebracht. Es fehlt nur noch einer. Wir warten und warten und warten. Sehr schön. Nehmen. Ich nehme. Sehr schön. Da haben wir schon mal eins. So, Zustand des Fahrzeugs. Luftfilter und Kraftstofffilter. Öl wechseln. Altes Öl ablassen. Okay, wo ist er? Da. Gerät verschieben. Hä? Wieso kann ich jetzt nicht... Was soll denn das? Hallo? Wo ist denn die Ölablassschraube? Ja, das finde ich jetzt schon wieder doof, dass man das nicht so hoch machen kann. Dass man jetzt... Wieso klappt das jetzt nicht? Zugang vom Fahrwerk auf einen Wagenheber. Ja, es ist auch ein Wagenheber. Der ist auch hochgefahren hier. Ah, jetzt ging er. Ah, jetzt geht er. So. Lass mich mal... Öl ab hier. Da ist die Ölwanne. So.
Nein, nicht die Ölwanne. Alter, ich will hier die Schraube. Ich wollte die Schraube hier lösen. Wie geht das jetzt nicht? Ja, Öl wechseln. Altes Öl ablassen, neues rein. Ölfilter. Warte mal. Kraftstofffilter. Ne, Luftfilter. Können wir gleich nochmal. Können wir gleich nochmal gucken? Aber irgendwie. Muss man doch. Diagnosewerkzeug. Ja, ich will gerne jetzt mal. Wow. Notizen. Okay, dann machen wir es auf die. Okay. Gut. Okay. So geht das also an. Runter. So, dann brauchen wir Öl. 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 Wo ist Öl? Kann man hier Öl kaufen? Karosserie allgemein. Kein Öl? Weiß nicht, Öl. Gab's doch früher immer so ein Kanister. Oder habe ich das jetzt schon erledigt? Nee. Werkzeugkasten? Nein. Öl? Öl? Warte mal, gucken wir mal hier. Alter, wo kriege ich jetzt Öl schon wieder her? Hallo? Das finde ich jetzt komisch. Egal, okay, gucken wir gleich. So. Luftfilterdeckel. Klammer entfernen. Klammer entfernen. So. Luftfilter. So, wo ist der Kraftstofffilter? Da hinten, ne? Yay! Demontage, Kraftstofffilter. Okay. Filter. Kraftstofffilter. Kaufen. Kaufen. Luftfilter. Kaufen. So, Öl. Wow, jetzt hat sich die Konsole geöffnet. Wie kriege ich die jetzt weg? Ah. Öl geht die auf. Wow. Okay. Motor. Kann ich da nicht Öl kaufen? Das kann doch nicht sein. Man muss doch irgendwie. Ölfilter, Ölfilter, ja. Steuergehäuse. Das ist komisch. Wo kriege ich jetzt Öl her? Okay. Okay. Ja, okay. Luftfilter. Luftfilterdecke. Und die Klammern. Klammern. Mal hier nochmal ran. Oder muss ich gleich einfach nur auf den Öldeckel klicken? Gucken wir gleich mal. Zack. So.
Okay. Superöl, Premium Motoröl. Wie viel können wir denn da noch angießen? Zustand des Fahrzeugs. Okay. Auftrag. Beendet! Sehr schön, damit haben wir schon mal erstmal unseren Start in die Car-Mechanik-Simulator-Szene bereitet. So, ich werde hier jetzt Spiel speichern und... Nee, kann man ja auch mal... Einstellung, Spiel speichern. Spiel gespeichert, damit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Für den Einstieg in Car-Mechanik-Simulator 2018. Bis zum nächsten Mal und tödelö.